Gibt es hier eigentlich noch wirklich große, prägende, revolutionäre Philosophen? Ja, es gibt sie. Und einer der wenigen Denker, auf den eine solche Beschreibung ohne jede Einschränkung zutrifft, sitzt mir im Augenblick gegenüber. Es ist der Amerikaner John Searle, dessen Thesen und Gedankenexperimente die Weltphilosophie seit mehr als 50 Jahren in Atem und Bewegung halten. Herr Searle, es ist eine große Freude und Ehre, Sie heute hier zu haben. Herzlich willkommen. Die Freude ist ganz meinerseits. Herr Searle, das Jahr 1968, das Protestjahr, jährt sich zum 50. Mal. Sie waren damals schon Professor in Berkeley, einem der Zentren der studentischen Protestbewegung. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Revolution? Ich habe sehr viele Erinnerungen. Am meisten ist mir geblieben, dass unsere Revolution 1964 begann und 1968 zu Ende war. Danach hatte die radikale Bewegung keinen Einfluss mehr auf unsere Universität. In Europa begann die Revolution viel später. In Berkeley war sie 1968 vorbei. Wie fast überall wurde dann aus dem ursprünglichen Idealismus Radikalismus, der in eine Art Nihilismus mündete. Deshalb musste an den Universitäten irgendwie die Kontrolle wiederhergestellt werden, was viel schwieriger war als die Lancierung der Revolution. Das weiß ich, weil ich an beiden beteiligt war. Gegenrevolutionen sind immer schwieriger als Revolutionen. Aber für den Erfolg revolutionärer Ideale ist es wichtig, dass die revolutionäre Bewegung besiegt wird. Das brauchte in Berkeley Zeit und viel Erfolg. Sie waren ja selbst Teil dieses Idealismus. Sie waren zum Beispiel Teil der Free Speech Bewegung. Das war 1964. Ja. Worum ging es da eigentlich? Ursprünglich ging es um Redefreiheit. Die Universität verbot uns, Protestbewegungen und Protestvorlesungen auf dem Campus zu organisieren. Das war eine ernsthafte Verletzung der Redefreiheit. Und ich tat, was ich konnte, damit uns dieses Recht an der Universität wieder gewährt wurde. Schließlich gelang uns das auch. Aber es war ein enormer Kraftakt. Wir mussten den Kanzler entlassen und die Universität für kurze Zeit schließen. Es war alles andere als einfach. Und es war damals tatsächlich so eine Art Funke, der weltweit dann zu einem Flächenbrand an den Universitäten führte. Was mich interessiert ist, Free Speech, die freie Rede, das Recht auf freie Rede, ist auch heute wieder an den amerikanischen Universitäten ein riesiges Thema. Was hat sich verändert im Vergleich zu damals? Die Redefreiheit ist für Machthaber immer eine Gefahr und oft auch für Leute, die an die Macht kommen wollen. Heute werden deshalb gewisse Ideen verboten. Doch solche Verbote sind immer gefährlich. Man sollte Ideen nicht verbieten. Trotzdem wird es gemacht. Meinungen wie, Frauen sollten eine andere Rolle in der Gesellschaft spielen als Männer, will man zum Beispiel verbieten. Man muss daher immer wieder für die Redefreiheit kämpfen. Und die Linke ist so sehr dagegen wie die Rechte. Viele Vertreter des linken Lagers können das nur schwer verstehen, aber es stimmt. Es wird nie einen endgültigen Sieg für die Redefreiheit geben. Aber wir werden den jetzigen Kampf gewinnen, wie wir den letzten gewonnen haben. Die US-Amerikaner haben das Glück, dass ihre Verfassung das Recht auf Redefreiheit garantiert. Philosophisch ist das ein dummes Argument, aber in der Politik ist es wichtig, sagen zu können, dass etwas ein von der Verfassung garantiertes Recht verletzt. Als Philosoph fragt man sich, wozu braucht es dieses Recht? Aber die meisten Amerikaner finden, man müsse nur argumentieren, wogegen verstößt die Verletzung der Redefreiheit gegen den ersten Zusatzartikel unserer Verfassung. Eine Verfassung hat also ihre Vorteile, auch wenn sie philosophisch gesehen idiotisch ist. Es ist ja so, Sie haben das schon gesagt, freie Rede, das ist ein Problem, das von der Linken in den 60er Jahren an den Campus getragen wurde. Heute könnte man sagen, es hat sich geändert. Es ist eher etwas, worum die politische Rechte kämpft. Kann man sagen, da gab es so einen Wechsel der Seiten? Ich denke, das wechselt ständig. Die meisten sind für Redefreiheit, solange sie der Äußerung ihrer eigenen Ideen dient. Sobald es um die Ideen anderer geht, sind sie weniger dafür, vor allem wenn sie diese Ideen nicht befürworten. Daher müssen wir, wie gesagt, ständig um diese Freiheit kämpfen. Und wenn wir dieses Recht nicht auch Leuten zugestehen, deren Ideen uns zuwider sind, befürworten wir die Redefreiheit nicht voll und ganz. Das ist das Problem. Dieses Recht gilt auch für Leute, deren Ansicht
Ansichten wir verabscheuen. Sie sagten auch, diese Phase des Idealismus mit der Revolution muss irgendwie reguliert werden, ihr muss Einhalt geboten werden. In Kalifornien war es so, dass es die Geburtsstunde von Ronald Reagan war. Es kam dann die Nixon-Ära. Sehen Sie da Parallelen zu der heutigen Lage mit dem Phänomen Trump? Well, it's hard for me to say. Trump came before. Schwer zu sagen. Diese Probleme gab es schon vor Trump. Sein Sieg war erstaunlich für uns alle. Doch das schätzten die meisten Intellektuellen falsch ein. Denn sie meinten, große Ereignisse müssten gewichtige Ursachen haben. Die Wahl von Trump war ein großes Ereignis, hatte aber geringe Ursachen. Ein paar tausend Stimmen und ein paar Staaten fehlten, sonst wäre Hillary Clinton heute Präsidentin der USA. Ein Zufall verhalf ihm zum Sieg. Ein paar kleine Änderungen im Wahlsystem hätten genügt und er wäre nicht gewählt worden. Die Wahl von Trump hatte eine große Wirkung, ist aber kein großes soziales Ereignis. Sie ändert unser Land nicht. Übrigens fanden alle, Trumps Wahl sei eine Katastrophe. Er ist jetzt seit einem Jahr im Amt, aber mein Leben ist noch ziemlich gleich wie vor Trump. Das ist das Geniale an der US-Verfassung. Die gewählten Machtvertreter können nicht viel anrichten. Also Sie denken, es gibt eine hohe Resilienz, auch in der amerikanischen Demokratie. Andererseits gibt es Menschen in Amerika, auch außerhalb von Amerika, die sagen, das Phänomen Trump ist schon ein bisschen was anderes. Konstitutionelle Rechte, Verfassungsrechte sind mit ihm und seiner Person in anderer Weise bedroht. Gut möglich, dass er systematisch konstitutionelle Rechte angreifen wird, aber daran zweifle ich. Ich habe den Eindruck, es ist ihm egal. Er hat kein Programm. Amerikas Gründerväter hatten Angst vor Typen wie Trump, aber am meisten fürchteten sie Männer wie Napoleon oder Caesar, Machthaber mit einem Plan. Dafür ist Trump zu dumm. Er lebt von einem Tag zum anderen und hat bis jetzt keinen Schaden angerichtet. Vielleicht wird er das noch tun, aber bis jetzt hat er die Verfassungsrechte nicht gefährdet. Deren Verfasser hatten die brillante Idee, dafür zu sorgen, dass keine Typen wie Napoleon, Caesar oder Trump die Macht an sich reißen und das Land zerstören können. Und es ist nie passiert. Ist ja sehr interessant, was Sie sagen. Ich wäre besorgt, wenn Trump ein Ideologe wäre, aber da er überhaupt keine Ideologie hat, mache ich mir auch gar keine so großen Sorgen. Ist das Ihre Einstellung dazu? Ich weiß nicht, ob wir unbesorgt sein können. Gut möglich, dass ein schussliger Opportunist gleich viel Schaden anrichten kann wie ein Ideologe. Aber Ideologen wie Lenin oder Hitler haben einen Plan. Sie wissen, was für eine Gesellschaft sie errichten wollen und welchen Schaden sie weltweit anrichten können. Trump hat keinen Plan. Und sollte er diese Woche einen haben, hat er ihn wahrscheinlich nächste Woche vergessen. Bis jetzt hat er sehr wenig Schaden angerichtet. Mein Leben ist praktisch gleich, wie es unter Barack Obama war, obwohl dieser eine völlig andere Philosophie vertrat. Dank unserer Verfassung können gefährliche Präsidenten nicht viel Schaden anrichten. Das ist ja an sich sehr erfreulich. Sie haben jetzt sehr politisch gesprochen. Andererseits kann man sagen, Sie sind gar kein politischer Philosoph, sondern Sie sind ein Philosoph der Sprache und des Geistes. Und 1968 ist auch etwas anderes passiert. Sie haben ein Buch geschrieben, das zu den ganz wenigen großen kanonischen Büchern der Philosophie des 20. Jahrhunderts zählt. Sprechakte, Speech Acts auf Englisch. Was ist die Grundidee hinter diesem Buch? Die grundsätzliche Idee ist folgende. In der Geschichte der Sprachforschung ging man davon aus, dass Sprache aus Sätzen besteht. Und diese bekämen ihre Bedeutung, weil die Worte für Vorstellungen stehen. Wir meinen, man verstehe den Satz, weil einem Bilder durch den Kopf gehen. Von Ihrem Kopf zu meinem Kopf. Richtig. Aber die große Idee der Sprechakttheorie ist, Sprache nicht als etwas Fixes zu beurteilen, sondern als etwas, was Menschen tun. Wichtig ist der Sprechakt. Ich spreche und Sie verstehen mich. Sie sprechen und ich verstehe Sie. Das betrifft das Geschriebene wie das gesprochene Wort.
und ist eine neue Ausgangslage für die Erforschung der Sprache. Denn man beachtet nicht länger die Bilder im Kopf, sondern fragt sich, was tun die Menschen, wenn sie sprechen? Wie verhalten sie sich? Darum geht es im Buch Sprechakte. Doch als ich es schrieb, war ich noch ein Kind. Ja, Sie waren 35, ja? Ja, aber in der Philosophie ist man mit 35 noch ein Kind. Eigentlich schrieb ich es früher. Ich wurde abgelenkt von der Free-Speech-Bewegung. Ich hatte es Ende 1963 oder 64 fertig geschrieben. Da ich aber mit der Revolution beschäftigt war, verzögerte sich die Veröffentlichung um mehrere Jahre. Solche Dinge passieren nun mal im Leben. Es ist doch interessant, dass man sagt, ich war eigentlich schon fertig mit dem Buch, dann musste ich aber erst mal politisch aktiv werden und dann waren Sie Professor in Berkeley. Kann ich die Grundidee von Sprechakte vielleicht noch mal so reformieren? Die Philosophen haben über Sprache etwas als etwas nachgedacht, das die Wirklichkeit abbildet. Und Sie haben gesagt, das ist etwas, was die Wirklichkeit verändert. Etwas, was wir tun, mit dem wir neue Fakten schaffen. Das ist eine wunderbare Idee und implizit sowohl bei John Austin als auch bei Ludwig Wittgenstein vorhanden. Ich habe es nur thematisiert, nicht erfunden. Austin war mein Lehrer und Wittgenstein hat mich inspiriert. Ich habe ihn nie kennengelernt, er war bereits tot, als ich von ihm erfuhr. Wie auch immer. Die beiden meinten, wir sollten Sprache als etwas betrachten, was Leute tun. Das ist ein riesiger Unterschied, unter anderem aus den Gründen, die Sie vorhin genannt haben. Die Sprache beschreibt nicht nur die Wirklichkeit, oft verändert sie diese. Wir können die Sprache nutzen, um eine neue Wirklichkeit zu erfinden. Darüber habe ich einiges geschrieben. Was wir als institutionelle Realität bezeichnen, Geld, Eigentum, Regierungen, Heirat, Fernsehsender, Cocktailpartys, Sommerferien, sind alles sprachliche Kreationen. Wie funktioniert das? Eine faszinierende Frage. Ich habe zwei Bücher darüber geschrieben und bin erst am Anfang. Man sieht auch, wie Sie das immer noch bewegt. Mag man zum Beispiel ein Beispiel nehmen, wo man sagt, da wird es relativ klar, dass... Es bewegt mich immer noch. Das hört wohl nie auf. Das ist eine faszinierende Sache. Ein Beispiel, das Sie wählen, das sehr bekannt geworden ist, ist zum Beispiel das Taufen. Der Taufakt ist nicht nur ein Satz, der etwas beschreibt, sondern er gibt einen Namen, er schafft eine neue soziale Realität. Und würden Sie sagen, dass das ein sehr regelgeleitetes Verhalten ist, dass sich diese Regeln beschreiben lassen, wie man jemanden tauft? Auf jeden Fall. Und das Ziel der Sprechakttheorie ist es, die Regeln zu beschreiben, aufgrund derer wir Sprechakte ausführen. Wir haben etwas Faszinierendes festgestellt. Es gibt zwei Arten von Regeln. Viele Regeln regulieren, wie die Regel auf der rechten Straßenseite zu fahren. In der Schweiz und in Deutschland liest man häufig, das ist verboten. Andere Regeln regulieren nicht nur das Leben, sie schaffen neue Verhaltensformen. Die Regeln, die festlegen, was zu einer Taufe, einer Abstimmung oder einer Heirat gehört, dies sind konstitutive Regeln. Sie schaffen eine neue Realität, die nur existiert, weil es Handlungen gibt, die mit den Regeln übereinstimmen. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Es gibt zwei Arten von Regeln. Regeln, die anders sein könnten und Regeln, die nicht anders sein könnten, ohne alles zu verändern. Nicht ganz. Es gibt Regeln, die bereits existierende Verhaltensformen regulieren. Sie können rechts oder links fahren. Das ist eine Konvention. Das ist die Regulierung eines bereits existierenden Verhaltens. Es gibt aber Regeln, die nicht nur etwas regulieren, sondern das Verhalten, das sie regulieren, zugleich erschaffen. Und ich argumentiere, dass die Regeln der Sprache so sind. Wenn wir also Englisch oder Deutsch sprechen oder so ein Gespräch führen, agieren wir aufgrund gewisser konstitutiver Regeln. Ich finde, das ist ein faszinierendes Forschungsgebiet. Ich könnte mich mehrere Leben lang damit befassen, obwohl ich schon viel Arbeit hineingesteckt habe. Und Ihre große These war nicht nur zu sagen, dass Sprache in gewisser Weise Handeln ist, sondern dass Sie auch versuchen auszubuchstabieren gleichsam, wie diese Regeln zu verstehen sind und was diese Regeln sind. Und Sie sagten auch, Sprache schafft irgendwie eine Art von Realität. Es gibt ja zwei Arten von Realitäten. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Ein Satz, der wahr ist, heißt, dass dieser Schein 10 Franken wert ist. Ein anderer Satz ist, in diesem Glas ist Wasser. Diese Sätze sind nicht in gleicher Weise wahr, weil dieser Satz ist wahr, ganz unabhängig davon, was wir glauben. Ja. Dieser Satz ist nur wahr, dass das 10 Franken wert ist, wenn wir auch daran glauben. Richtig. Das ist absolut faszinierend. Mittels der Sprache schaffen wir eine Realität, die nur existiert, weil wir an ihre Existenz glauben. Das klingt wie Fiktion. Das ist sehr wichtig. Richtig.
Es hört sich an wie Fiktion, aber wenn genügend Leute daran glauben, funktioniert es. Ich befinde mich momentan in der Schweiz. Ich lebe in den USA. Ich bin US-Bürger und Professor in Berkeley. Ich beteilige mich an den Wahlen in meinem Land und ich bin Mitglied der Demokratischen Partei. All das sind Realitäten, die nur existieren, weil genügend Menschen daran glauben. Durch ihren Glauben daran schaffen sie deren Existenz. Darf ich kurz nachfragen? Das trifft nicht auf die Schwerkraft, den Magnetismus, das Wasser und die Bewegungen der Planeten zu. Aber Geld, Eigentum, Heirat, Regierungen und Sprachen existieren nur, weil Menschen an deren Existenz glauben und entsprechend handeln. Faszinierend. Sagen wir mal, alle Menschen auf dieser Erde glauben, dass der Mond aus Hüttenkäse besteht. Und das wäre dann eine Realität für uns. Das wäre falsch. Und wie unterscheidet man sozusagen eine kollektive Illusion, die funktional wirksam ist, wie Geld, von einem wirklichen Irrtum? Jetzt argumentieren Sie wie ein Philosoph. Das ist eine schöne philosophische Frage. Im Ansatz lautet die Antwort so: Es gibt eine Kategorie von Tatsachen, die wir durch Sprache erschaffen. Und wir tun das, weil diese Tatsachen aus kollektiv akzeptierten Machtbefugnissen bestehen, weil wir dadurch Macht schaffen. Es gibt positive Machtbefugnisse wie Rechte und negative wie Pflichten. Die positive Macht, die einem 10-Franken-Schein gegeben wird, ist die Macht, damit Dinge kaufen zu können. Diese Macht haben Sie als Besitzer des Geldscheins. Solche Machtbefugnisse schaffen wir einfach, indem wir übereinkommen, dass sie existieren. Wie ist das möglich? Wie kommt es, dass eine gewisse Macht nur existiert, weil wir an ihre Existenz glauben? Es ist eine spezielle Form von Macht. Ich nenne sie deontische Macht. Rechte, Pflichten, Vorschriften, Berechtigungen, Erlaubnisse. Deontisch heißt Pflichten, das ist mit Pflichten. Vom griechischen Begriff für Pflicht. Diese deontische Macht funktioniert, wenn die Menschen sie akzeptieren. Ich musste heute ein Formular ausfüllen, ein unglaublich langweiliges Formular. Wie sich herausstellt, ist inzwischen auch die Schweiz von Einkommenssteuern besessen. Arme Schweizer, jahrelang war ihnen das egal. Klingt skandalös. Es ist ein Skandal. Aber Sie schaffen eine institutionelle Tatsache, aufgrund derer ich, ein unschuldiger US-Bürger, ein paar Franken Einkommensteuern bezahlen muss. Das ist lächerlich. Wie auch immer. So werden Machtbefugnisse geschaffen, die nur existieren, weil die Menschen daran glauben. Dadurch werden ihre Muskeln aber nicht kräftiger und ihr Auto nicht schneller. Es werden nur mehr Rechte, Pflichten, Genehmigungen, Vorschriften und so weiter geschaffen. Warum? Weil all das sich in die menschliche Rationalität einschleust und Handlungsgründe kreiert, die nicht von unseren Bedürfnissen abhängen. Wenn ich also zu etwas verpflichtet bin, habe ich einen Grund, es zu tun, unabhängig von meinen Wünschen. Und das ist der Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Zivilisation. Darf ich kurz da gleich nachfragen? Weil es gibt ja auch Dinge, bei denen wir uns gar nicht so sicher sind, auch die Philosophen nicht, ob sie jetzt Fiktion sind oder nicht. Zum Beispiel die Menschenrechte. Oder ein Satz wie, du sollst keinen Unschuldigen töten. Ja, das will ich Ihnen sagen. Die Menschenrechte sind real, aber nicht so real wie unsere Daumen. Menschenrechte muss man rechtfertigen, damit sie als solche anerkannt werden. Menschenrechte gehören zur Klasse der institutionellen Tatsachen wie Geld, Eigentum, Regierungen und Heirat. Sie funktionieren nur, weil Menschen an ihre Existenz glauben. Was aber nicht heißt, dass dieser Glaube unbegründet wäre oder nicht von anderen geteilt würde. Nicht beliebig. Es gibt Gründe, warum Menschenrechte geschaffen werden. Und es ist die Aufgabe des Philosophen, diese Gründe zu spezifizieren. Dafür braucht es meiner Meinung nach zwei Dinge. Man braucht eine Vorstellung davon, was den Menschen ausmacht und was es braucht, damit er sich entwickeln kann. Menschen können sich nur entwickeln, wenn sie sprechen, sich mitteilen können. Daher der Anspruch auf Redefreiheit.
Des Weiteren braucht es das, was die Philosophen Axiologie nennen. Eine Wertelehre, die unterscheidet, was wichtig und was unwichtig ist, was unbedeutend und was ernstzunehmend ist. Zu sprechen ist wichtiger für das Menschsein, als sich am Kopf zu kratzen. Man braucht also zwei Dinge, um die Menschenrechte zu begründen, die beide altmodisch sind. Eine Theorie der menschlichen Natur und eine Theorie der menschlichen Werte. Damit können Sie die Menschenrechte rechtfertigen. Das ist nämlich da gerade einhaken. Eine große Antwort auf die Frage, was ist der Mensch, die auch Wittgenstein gegeben hat, ist, der Mensch ist ein sprechendes Wesen. Die Sprache ist das Fundament unserer Lebensform. Sie haben ein Leben damit verbracht, zu deuten und zu erkennen, wie komplex das eigentlich ist. Ich will mal ein Beispiel geben, wie komplex das ist. Wenn ich sage, Herr Söller, was Sie sagen, ist wahnsinnig interessant, ich habe es gerade noch verstanden. Dann klingt das wie eine Beschreibung, aber es hat auch etwas impliziert, indem man sagt, ich habe noch mehr gesagt, als ich eigentlich sagen würde. Wie wenn ich sage, schlechte Luft hier, das würde heißen, machen Sie doch mal das Fenster auf. Ich habe es nicht gesagt, aber es ist impliziert. Ein wahnsinnig komplizierter Vorgang. In jeder Gesprächssituation wird mehr impliziert als wirklich gesagt. Sprache funktioniert nur, wenn wir diese Implikationen verstehen, also über das hinausgehen können, was gesagt wird. Wenn Sie mit mir sprechen, müssen Sie nicht sagen, bitte beantworten Sie die Frage oder fahren Sie weiter, denn das impliziert die Art unserer Diskussion. Sie haben also recht, was gesagt wird in einer Unterhaltung, ist nur die Spitze des Eisbergs. Sehr viel wird vorausgesetzt. Ich nenne das den Hintergrund. Jeder von uns bringt zu diesem Gespräch ein Hintergrundwissen mit. Ein Problem in fremden Ländern ist, dass man kein Hintergrundwissen hat. In den USA überquert jeder die Straße, wo er will. In gewissen deutschen Gemeinden hingegen ist es polizeilich verboten, die Straße bei Rot zu überqueren. Eine sehr germanische Haltung. Ich denke, da zeigen sich kulturelle Unterschiede. Nun gibt es eine bestimmte Spezies sprechender Dinge, die mit diesem Background, wie Sie sagen, dem Hintergrund oder dem Eisberg, ein wunderbares Bild, unglaublich große Probleme haben. Und das sind sogenannte sprechende Maschinen. Die kommen mit diesem Implizieren, was eigentlich gemeint ist, nicht zurecht. Woran liegt das? Sprechende Maschinen sprechen nicht wirklich. Zumindest nicht die heutigen Computer, die kein Bewusstsein haben. Sie geben Laute von sich und wir programmieren sie so, dass sie richtig klingen. Aber sie können auch nicht adäquat reagieren auf das, was auf die Laute. Sie können nicht denken. Und ohne Gedanken gibt es keine Sprache. Denn der Sprechakt ist Ausdruck von Gedanken. Wir haben Maschinen erfunden, die das Sprechen simulieren können. Aber sie sprechen nicht. Sicher sind sie nützlich, aber es ist ein philosophischer Fehler zu meinen, wir hätten denkende Computer geschaffen. Dafür müsste man Computer mit Bewusstsein bauen können. Aber das ist noch nicht gelungen. Wir werden gleich dazu kommen. Es gibt ja sozusagen zwei Dinge, darüber zu reden. Es gibt einen Test. Der heißt der Turing-Test, ein sehr berühmter Test in der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Der heißt im Prinzip, wenn da eine Scheibe ist und ich sehe durch die Scheibe nicht durch und ich habe das Gefühl, dass derjenige, der mir gegenüber sitzt, genauso antwortet, wie Sie mir jetzt antworten würden und ich kann das nicht unterscheiden und auf der anderen Seite sitzt ein Computer, dann kann dieser Computer sprechen und hat da Bewusstsein. Jetzt gibt es zumindest eine Tatsache, es gibt noch gar keine Maschine, die wirklich ein Gespräch führen kann. Wenn das alles so regelgeleitet ist, warum eigentlich nicht? Ich sehe keinen Grund, warum wir nicht eine Maschine bauen könnten, die unser Verhalten perfekt imitieren, also sich an einem Gespräch beteiligen kann. Falsch wäre es zu behaupten, Maschinen könnten denken, hätten eine eigene Meinung oder würden einen wirklich verstehen. Warum nicht? Weil sie kein Bewusstsein haben. Ohne Bewusstsein kann man all dies nicht. Anders wäre es, wenn wir eine bewusste Maschine schaffen könnten. Aber davon sind wir weit entfernt. Heutige Computer haben kein Bewusstsein, also können sie nicht denken oder verstehen und haben auch keine anderen kognitiven Fähigkeiten. Schauen wir uns mal das Beispiel eines Science-Fiction-Films an, in dem behauptet wird, dass es solche Maschinen gibt. Der Film heißt Her. Wir sehen den Trailer und die Regie führt Spike Jonze, Entschuldigung. Mr. Theodore Twombly, das erste intelligente Operating System der Welt, heißt Sie herzlich willkommen. Wir würden Ihnen gern ein paar Fragen stellen. Okay. Sind Sie gesellig oder ungesellig? Ich denke, ich bin seit einer Weile ungesellig. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter beschreiben? Vielen Dank. Bitte warten Sie. Ihr Operating System wird gestartet. Hallo, da bin ich.
Hi, ich bin Samantha. Guten Morgen, Theodore. Guten Morgen. Du hast in 5 Minuten ein Meeting. Willst du vielleicht versuchen, aufzustehen? Du bist echt lustig. Okay, gut, ich bin lustig. Ich möchte alles lernen, über alles. Ich liebe die Art, wie du die Welt siehst. Wann bist du wieder bereit für ein Date? Wie meinst du das? Ich weiß aus deinen E-Mails, dass du eine Trennung hinter dir hast. Also neugierig bist du gar nicht. Wie war es so, verheiratet zu sein? Es ist irgendwie ein gutes Gefühl, sein Leben mit jemandem zu teilen. Wie teilt man sein Leben mit jemandem? Wie geht's dir? Ich glaube, ich habe gerade richtig viel Spaß. Ich finde, das hast du verdient. Es ist lange her, dass ich mit jemandem zusammen war, in dessen Gegenwart ich mich so gut gefühlt habe. Sir, ich erkläre das ganz kurz. Das ist ein Operating System, yeah, das man kaufen kann und mit dem dieser Mensch dann eine Beziehung, eine Liebesbeziehung eingeht. Aber es geht noch weiter in dem Film. Dieses System entwickelt ein eigenes Bewusstsein, das dem Menschlichen weit überlegen ist. Und dann kommt es zu einer Art Kommunikationsabbruch, weil der Mensch zu langweilig geworden ist. Kann das auch sein, dass die Maschinen uns nicht nur gut kopieren, sondern weit überflügeln werden? Wenn wir das, was das Gehirn leistet, künstlich erzeugen könnten, nämlich eine Maschine mit Bewusstsein auszustatten, wäre das philosophisch interessant. Da heutige Computer kein Bewusstsein haben, sind sie uninteressant. Eine Maschine wird definiert aufgrund der Symbole, die sie manipuliert. Ursprünglich waren das Nullen und Einsen. Vor Jahren wies ich die Vorstellung, dass solche Maschinen ein Bewusstsein haben können, weit von mir. Mit einem Argument, das so einfach ist, dass ich mich schäme. Es ist das Gedanke, Experiment chinesischer Raum. Wir werden dieses Argument, das zu den berühmtesten Gedankenexperimenten der Philosophie des 20. Jahrhunderts zählt, einmal nachspielen. Ich versuche mal kurz zu erklären, worum es geht, und wenn ich einen Fehler mache, stoppen Sie mich. Ja? Das ist ein normaler Chinese, der Chinesisch spricht. Der reicht über Schriftzeichen Fragen oder Geschichten weiter an eine Person wie wir beide, die nicht Chinesisch spricht. Right. Und dann passiert Folgendes. Diese Person in diesem Raum, der chinesische Raum heißt das in dem Gedankenexperiment, hat eine chinesische Grammatik und hat Schriftzeichen, spricht aber selbst kein Chinesisch. Was er aber kann, ist aufgrund der Zeichen, die er sieht, zurückgehen und sehen Sprache, Regeln, Zeichen und so tun, als ob er da eine Antwort gibt und er reicht sie hinaus. Und er macht das die ganze Zeit, sodass diese Person, der Chinese, glauben muss, oh, der da drin spricht Chinesisch. Dabei versteht er überhaupt nichts. Er weiß nicht, worüber er redet. Richtig. Im ursprünglichen Beispiel bin ich diese Person. Ich kann also nicht davon ausgehen, dass sie vielleicht Chinesisch spricht, denn ich weiß, dass ich das nicht kann. Und dass ich die Fragen richtig beantworten könnte, beweist nicht, dass ich Chinesisch sprechen kann. Sie wissen, worauf das Experiment hinaus will. Genau das tut ein Computer. Er schiebt Symbole hin und her und gibt so Antworten passend zu den ihm gestellten Fragen. Aber er versteht nichts. Er ist wie ich im chinesischen Raum. Ich bekomme die chinesischen Symbole als Input, ich liefere chinesische Symbole als Output. Wenn ich die Regeln richtig anwende, bestehe ich den Turing-Test, den Sie erwähnt haben. Ich kann einen Muttersprachler täuschen. Er meint, ich könne Chinesisch, aber ich verstehe kein Wort Chinesisch. Und das Argument ist so gewichtig, weil ich die Testperson bin. Es ist nicht eine Maschine, ich bin in diesem Zimmer. Wäre es eine Maschine, könnte ich meinen, sie verstünde das Gesagte. Von mir weiß ich aber, dass ich kein Wort Chinesisch verstehe. Warum nicht? Weil ich den chinesischen Symbolen keine Bedeutung zuordnen kann. Das ist das Geheimnis des Computers. Er muss keine Bedeutung zuordnen. Er verfügt nicht über eine Semantik, sondern über das, was Linguisten Syntax nennen. Er speichert Symbole, ohne zu wissen, was sie bedeuten. Das ist keine Schwäche des Computers, sondern eine Stärke. Er muss sich nicht darum kümmern, was er denkt. Darf ich das nur mal kurz vielleicht rekapitulieren? Das heißt, wenn ich diese Person wäre in dem Raum, ich könnte so tun, als ob ich antworte, ich weiß aber gar nicht, worüber ich spreche, worum es geht. Man kann sagen, Sie nennen das Intentionalität, wenn ich das richtig verstehe, Aboutness. Man hat keine Ahnung, worum es geht. Man tut einfach so, indem man Zeichen austauscht. Ich habe keine Ahnung.
Und Sie sagen, Computer sind genau solche Maschinen, die haben keine Ahnung, worum es geht. Genau. Die Stärke des Computers ist, dass er nicht weiß, was etwas bedeutet. Und er muss es auch nicht können. Er verfügt über eine Syntax, er hortet Symbole, aber nicht über eine Semantik, kann also deren Bedeutung nicht erfassen. Sein Job ist, die Symbole zu speichern. Ein leistungsstarker Computer, den Sie richtig programmieren, kann Ihnen vortäuschen, er habe Sie verstanden. Aber er versteht rein gar nichts, per Definition, denn er ist nur eine Syntax. Maschine. Er ersetzt Symbole durch andere, mehr nicht. Frage. Wenn es wackelt wie eine Ente, wenn es quakt wie eine Ente und es schwimmt wie eine Ente, warum? Yeah. Dann nennen wir es eine Ente. Yeah. Man könnte ja sagen, wenn es so spricht wie ein Mensch, wenn es sich so verhält wie ein Mensch, wenn es so handelt wie ein Mensch, dann hat es doch wahrscheinlich auch Bewusstsein. Yeah. Nein, das hat sie nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel mit der Ente akzeptieren soll. Eine künstliche Ente kann sich wie eine Ente verhalten, ohne eine Ente zu sein. Aber diese Maschine versteht ja per Definition nichts, weil sie ein Computer ist. Computer wurden von Alan Turing und anderen Informatikern aufgrund ihrer Leistungen definiert, nämlich einfachen Manipulationen von Nullen und Einsen. Jedes binäre System tut das. Das ist die Stärke, nicht die Schwäche des Computers. Er ist eine syntaktische Maschine. Er hat per Definition keine Meinung. Darf ich mal nachfragen? Das ist ja ein großes, ein wichtiges Argument und es ist auch ein prophetisches Argument. Sie haben das lange ersonnen und es ist immer noch ein aktuelles Argument, bevor wirklich die Maschinen so leistungsfähig waren, wie sie jetzt sind. Aber es gibt ein Problem in der Philosophie des Geistes, das kennen Sie auch. Sie haben nur Zugang zu Ihrem Bewusstsein und ich habe jetzt erstmal nur zu meinem. Woher weiß ich denn, dass Sie nicht so eine Maschine sind? Yes, okay. Gut, Sie sind wirklich Philosoph. Ich weiß, dass Sie keine solche Maschine sind, weil ich zusammen mit anderen Menschen in einer Zivilisation lebe. Ich setze mich täglich mit Ihnen auseinander und sehe, dass Sie ähnliche Mechanismen haben wie ich. Ich veranschauliche das mit einem anderen Beispiel. Ich habe einen wunderbaren Berner Sennenhund. Er heißt Tarski. Meinen Hunden gebe ich die Namen von Philosophen Frege, Russell, Ludwig und Tarski. Sie sind sehr intelligent. Ich hege keinen Zweifel, dass Tarski ein Bewusstsein hat. Das ist eindeutig. Seine Gehirnstruktur und sein Verhalten legen das nahe. Es wäre denkbar, dass er eine klug ersonnene Maschine ist, die nicht täuscht. Aber das ist eigentlich unmöglich. Es ist nur der künstliche Zweifel eines skeptischen Philosophen. Ähnlich ist es mit den Menschen, denen ich auf der Straße begegne. Vielleicht stellt sich heraus, dass darunter ein programmierter Roboter ist. Aber Sie und die anderen Menschen, denen ich heute begegnet bin oder mit denen ich täglich zu tun habe, können unmöglich Roboter sein. Es ist also eine Art von schlechter Skeptizismus, ein schlechter Zweifel, weil er gar nicht wahrhaftig sein kann. Andererseits ist es doch so, es kommt das, was Sie Bewusstsein nennen oder was man Bewusstsein nennt, ist ja eine komplizierte Sache. Es kommt in verschiedenen Stufen. Yes. Nehmen wir mal an, ich trinke jetzt dieses Glas Wasser. Und ich habe dieses ganz eigenartige Gefühl, Wasser zu trinken. Das hätte ich auch, wenn ich eine Erdbeere esse. Erdbeere. Würden Sie sagen, dass das schon Bewusstsein ist und dass das schon etwas ist, was Maschinen nicht haben können? Zweifellos. Wasser trinken und Erdbeeren essen ist etwas Bewusstes. Wofür bräuchten wir Erdbeeren, wenn wir kein Bewusstsein hätten? Dafür sind sie definitiv zu teuer. Auch Wasser. Sie trinken Wasser, um ihren Durst zu löschen. Das ist ein bewusster Prozess. Der Schlüssel zum Verständnis von all dem ist das Bewusstsein. Philosophen widerstreben das, weil sie denken, wenn man über das Bewusstsein spricht, landet man bei Descartes, bei der Seele und der Unsterblichkeit. Ich finde, wir sollten das Bewusstsein wie die Verdauung als ein normales biologisches Phänomen betrachten. Das Bewusstsein ist für das Gehirn wie die Verdauung für den Magen und den restlichen Verdauungstrakt. Es geschieht einfach. Aber es ist wesentlich für unser mentales Leben. Denn ohne Bewusstsein gibt es kein Denken und Fühlen. Es wäre nur Simulation, nichts Reales. Und real ist alles, auch Unbewusstes, das bewusst werden kann. Aber wenn Ihre Mitbürger in der Nähe von Berkeley, im Silicon Valley, vielleicht es schaffen, sagen wir mal, einen Computer mit einer Biomasse anzuschließen, oder vielleicht sogar mit einem Organismus, der dann in der Lage ist, zum Beispiel Wasser aufzunehmen oder eine Erdbeere zu essen und der dann sagen würde, Erdbeere, und es wäre immer noch keine biologische Struktur, sondern sagen wir mal eine Silikonstruktur, würden Sie dann immer noch sagen, auf keinen Fall Bewusstsein?
Wenn Sie eine Maschine konstruieren können, die bewerkstelligt, was das Gehirn kann, haben Sie eine denkende Maschine, einen künstlichen Menschen geschaffen. Wir wissen aber nicht, wie wir das anstellen sollen, weil wir nicht wissen, wie das Gehirn Bewusstsein generiert. Vielleicht stellt sich heraus, dass es für die Schaffung von Bewusstsein keine Nukleoproteine braucht. Man könnte es so formulieren: Wir können eine Maschine herstellen, die ohne Federn oder Flügel fliegen kann. Aber sie muss so leistungsstark sein, dass sie die Schwerkraft der Erde und der Atmosphäre überwinden kann. Sie muss kein Vogel sein, aber sie muss über die Flugfähigkeit von Vögeln verfügen. Gleichermaßen muss eine bewusste Maschine kein Mensch sein, aber sie muss die Fähigkeiten des menschlichen und tierischen Gehirns kopieren, um dieses Bewusstsein zu haben. Sie muss über kausale Mechanismen verfügen, die vergleichbare Leistungen erbringen. Darf ich dann anfangen? Ich bin auf dieser Frage auch so fixiert, weil es vielleicht die große Frage der Zukunft ist, die große Frage der Menschheit selbst in Bezug zu den Maschinen. Sie sagen, wenn es das schaffen könnte, was das menschliche Gehirn leistet, nämlich Bewusstsein zu schaffen, dann kann man ja sagen, da gibt es auch eine Erklärungslücke. Das wäre ein gutes Kriterium, wenn wir wüssten, wie das Gehirn eigentlich Bewusstsein erzeugt. Aber wir wissen es ja gar nicht. Ja, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie das Gehirn Bewusstsein erzeugt. Also können wir keine denkende Maschine erfinden. Wir wissen, wie Vögel fliegen. Wir können Maschinen herstellen, die fliegen, ohne mit den Flügeln zu schlagen. Nach dem Bernoulli-Prinzip. Wenn wir also wissen, wie wir Bewusstsein schaffen, können wir vielleicht eine Maschine mit Bewusstsein bauen. Aber wir haben keine Ahnung, wie das Gehirn Bewusstsein erzeugt, also können wir es auch nicht künstlich erzeugen. Haben Sie denn eine Ahnung, wie ein Organismus in der Evolution entstanden ist, der von etwas, was unbewusst war, diesen Riesensprung, diesen göttlichen Sprung ins Bewusstsein macht, was da der Schalter war, der umgestellt wurde? Nun gut, jetzt sprechen wir über die Evolution. Ein faszinierender Prozess, der schon Millionen Jahre dauert. Sie begann mit Organismen, die nicht mehr als einfache Schleimklumpen waren. Aber diese entwickelten sich in einem sehr komplexen Prozess, der Abermillionen Jahre dauerte. Und am anderen Ende kamen wir heraus. Was passierte dazwischen? Das wissen wir nicht. Wir wissen einzig, Menschen haben ein Bewusstsein dank sehr spezifischen Zellen, den Neuronen. Mit ihren Axonen und Dendriten sehen Neuronen ziemlich gespenstisch aus, nicht wie normale Zellen. Doch Neuronen allein genügen nicht. Wir haben ein paar Millionen im Magen, aber mein Magen hat kein Bewusstsein und ihre auch nicht. Wenn Sie aber genügend Neuronen in Ihrem Gehirn haben und diese richtig funktionieren, schaffen Sie Bewusstsein. Wie funktioniert das? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass es geschieht. Neuronen im menschlichen und tierischen Gehirn schaffen Bewusstsein. Wie funktioniert das? Daran arbeiten Wissenschaftler, die ich bezahle. Warum finden sie es nicht heraus? Aber diese Konstellation, die Sie beschreiben, die ist schon sehr bemerkenswert, weil man kann einem sagen, in einer Frage gibt es eine große Stagnation, fast seit 2500 Jahren. Wir wissen nicht genau, was Bewusstsein ist und wir sind in dieser Schlüsselfrage nicht weitergekommen. Andererseits gibt es auf Seiten der Ingenieure eine unglaubliche Entwicklung in Kompetenzen, von denen man früher glaubte, das können nur bewusste Maschinen, bewusste Wesen tun. Das heißt, wir sind hier praktisch an einem Punkt, an dem wir gar nicht weiterkommen und die andere entwickelt sich exponentiell schnell. Das heißt doch auch, dass die Philosophie ein bisschen machtlos und ratlos dasteht. Die Ingenieure wechseln einfach das Thema. Sie versuchen gar nicht, eine Maschine mit Bewusstsein zu entwickeln. Da sie nicht wissen, wie das Gehirn Bewusstsein schafft, können sie es nicht imitieren. Also versuchen sie, die Stärken des Bewusstseins zu simulieren, damit die Maschinen den Turing-Test bestehen. Das ist schön und gut. Wir benutzen ständig Computer, dagegen habe ich nichts. Aber sie sollten nicht glauben, sie würden eine bewusste Maschine bauen. Eine Maschine, welche die richtigen Antworten auf die richtigen Fragen gibt, verfügt noch lange nicht über Bewusstsein.
Sonst könnte sie die Fähigkeiten des Gehirns verdoppeln. Wir wissen aber nicht, wie wir das hinkriegen. Und niemand versucht es herauszufinden. Man versucht nur, Maschinen zu bauen, die den Turing-Test bestehen. Das ist bestimmt nützlich. Ich habe selbst so eine Maschine, einen Laptop. Aber er hat kein Bewusstsein. Und die Informatiker, die ihn bauten, versuchten nicht, ihn mit Bewusstsein auszustatten. Denn sie hatten nicht die geringste Ahnung, wie. Jetzt stelle ich mir das mal sozial vor, Herr Searle. Sie sind in Berkeley, einem Zentrum, einem Zentrum der Innovation. Über die Bucht hinweg ist das Silicon Valley. Da sind die klügsten und schärfsten Geister dieser Erde damit beschäftigt, genau das zu tun, von dem sie sagen. Und dann kommt da ein Philosoph, der schon ein bisschen älter ist und sagt, ich habe euch schon vor 40 Jahren gesagt, dass das Quatsch ist, was ihr macht. Wie reagieren diese jungen Menschen? Sind sie mit dem in Kontakt? Nein, was sie tun, ist nicht Unsinn. Ich finde, sie leisten Großartiges. Das wissen sie auch. Und im Gegensatz zu meiner Arbeit verdienen sie damit Unmengen Geld. Aber auch mit falschen Versprechungen, mit überzogenen Erwartungen. Die Klügeren, die ich kenne, sagen nicht, sie hätten bewusste Maschinen gebaut. Vielleicht Vertreter der früheren Generation, wie John McCarthy, der die künstliche Intelligenz prägte. Die jüngeren Informatiker befinden sich noch im chinesischen Raum. Sie sind gebildeter. Sie sagen, erfinden wir eine Maschine, die so tut, als ob. Und wir machen eine Menge Geld damit. Das versuchen sie. Dagegen habe ich nichts. Das ist gut. Hoffentlich verdienen sie viel Geld damit und bauen immer bessere Maschinen. Aber sie sollten nicht meinen, eine Maschine mit besserer Rechenleistung käme dem Bewusstsein näher. Sie versuchen nicht, eine bewusste Maschine zu kreieren. Sie wüssten nicht wie. Sie versuchen, Hardware und Programme zu entwickeln, die komplexere Operationen durchführen können. Es gibt aber schon Versprechungen, die in diesem Kulturkreis und dieser Kultur, diesem Milieu sehr verbreitet sind. Die betreffen zum Beispiel die Unsterblichkeit. So gibt es die Idee, vielleicht ist es nur das Phantasma. Und ich habe mit Kollegen von Ihnen gesprochen, Douglas Hofstetter zum Beispiel, der sagt, na ja, schauen wir mal. Die Idee ist, dass man die Bewusstseinsinhalte, die gesamte Information, die das Ihr Gehirn jetzt hat, downloadet. Man weiß nicht so richtig wie. Und dann im Prinzip dafür sorgt, dass das, was Sie ausmacht, nämlich Ihr Geist, gar nicht sterben muss, während Ihr Körper dann irgendwann sein Ende findet. Ihre Idee ist auf rührende Weise schwachsinnig. Man nehme alle Informationen aus der Universitätsbibliothek in Zürich, füttere einen Computer damit und habe dann einen Computer, der mehr weiß als der klügste Mensch. Ein Computer stirbt niemals. Wenn seine Hardware alt wird, ersetzt man sie. Man macht ständig Updates. Man macht zudem Backups, für den Fall, dass man von einem Lastwagen überfahren wird. All das ist aus Ihnen bekannten Gründen komisch und lächerlich. Denn der Computer verfügt nicht über ein Gehirn, sondern über die Simulation eines Gehirns. Er hat kein Bewusstsein. Und wir haben keine Ahnung, wie wir Bewusstsein schaffen können. Also Sie würden sagen, diese Versprechen sind zu unsinnig, um überhaupt falsch zu sein. Niemand weiß, worüber da redet. Das Wort dafür heißt auf Englisch Bullshit. Und wir wissen warum, weil Sie keine Ahnung haben, wie man einen bewussten Computer baut. Es gibt noch ein tiefergehendes Argument, das ich bisher nicht angesprochen habe. Was wir Informationen nennen, ist in uns. Informationen sind relativ zum Beobachter. Die Maschine besitzt keine Informationen. Sie hat einzig komplexe elektronische Schaltungen, mit denen wir Informationen simulieren können. Nehmen Sie dieses Blatt. Darauf sind Anmerkungen, die Informationen enthalten. Aber diese Anmerkungen und die im Computer gespeicherten Informationen sind immer abhängig vom Beobachter, abhängig von uns. Ich habe wesentliche Informationen gespeichert. Ich weiß, wie ich von Berkeley nach San Jose gelange. Auch Karten und das GPS vermitteln diese Informationen. Aber es ist keine richtige Information, sondern etwas, das abhängig ist vom Beobachter. Etwas, das wir benutzen können. Information ist also etwas Zwiespältiges. Einerseits etwas Psychologisches, das beim Denken stattfindet, andererseits etwas, das abhängig ist vom Betrachter. An dieser Zwiespältigkeit ist nichts falsch. Man darf sich einfach nicht davon verwirren lassen. Es ist fantastisch, mit jemandem zu sprechen, der zeigt, wie man durch begriffliche Unterscheidungen gewisse
Hoffnungen, Träume oder Versprechungen einfach entlarvt. Und das ist ein, wie ein kleiner Tanz, ein kleiner Move. Und man weiß, eigentlich ist das Unsinn. Es muss Unsinn sein. Man darf sich davon nicht täuschen lassen. Es gibt aber natürlich, und das sieht man ja bei Ihnen auch, Sie sind ein sehr wissenschaftlicher, ein sehr down-to-earth, also ein grundierter Mensch. Sie sind nicht so metaphysisch. Aber es gibt natürlich eine Frage, die da immer noch im Raum steht. Sagen wir mal, unser gesamtes Hirn ist kausal geschlossen. Da passieren Dinge nacheinander. Und dann gibt es aber etwas, was man den Menschen zumutet. Ja. Das ist, dass sie Freiheit haben. Wie würden Sie sagen, dass das Bewusstsein, das wir haben, Freiheit kreiert? Ist das irgendwie ein Ausbruch aus den Kausalketten der Welt? Oder ist es was anderes? Oder ist es eine Illusion? Das ist ein Problem. Wir haben keine Lösung für das Problem des freien Willens. Das Problem verschwindet, weil wir alle die Erfahrung von Freiheit kennen. Ich kann meinen rechten Arm oder meinen linken Arm hochheben. Das ist eine freie Handlung. Also bin ich zutiefst davon überzeugt, sie hänge von mir ab. Aber es könnte auch sein, dass sie von einer Reihe kausaler Zusammenhänge ausgelöst wird, die auf eine Zeit weit vor meiner Geburt zurückgeht. Demnach wäre bereits, als das Buch der Geschichte geschrieben wurde, entschieden, ob man den rechten oder den linken Arm hebt. Wir wissen nicht, wie das Gehirn funktioniert, also wissen wir auch nicht, ob wir einen freien Willen haben oder nicht. Wir haben die Illusion, diesen oder diesen Arm zu heben, sei ein freier Willensakt. Ob aber diese Erfahrung des freien Willens der Realität entspricht, wissen wir nicht. Wir müssen wissen, wie das Gehirn funktioniert, um herauszufinden, ob wir einen freien Willen haben. Wir haben den festen Eindruck des freien Willens, aber ob er stimmt, weiß niemand. Was wäre Ihnen denn existenziell lieber? Weil es ist ja ganz interessant. Einerseits ist es sehr entlastend zu denken, alles, was passiert, muss passieren. Eine Form von Fatalismus. Andererseits ist es sehr verführerisch zu sagen, ich bin wirklich frei. Sie als Person, wenn Sie sich auf eine Seite werfen müssten, was wäre Ihnen denn lieber? Aus freiem Willen zu handeln, macht viel mehr Spaß. Es ist aber auch nervig, denn man muss Verantwortung übernehmen. Und je älter man wird, desto mühsamer wird das. Mein Gott, ich bin verantwortlich für all die schrecklichen Dinge, die ich vor Jahren getan habe, weil ich sie damals nicht ernst genommen habe. Freien Willen zu haben bedingt, dass man Verantwortung übernimmt. Aber ich finde, es macht unglaublich Spaß. Ich hoffe daher, dass wir tatsächlich über freien Willen verfügen und es sich nicht als falsch herausstellt. Aber Sie geben zu, es gibt keine Argumente. Es gibt keine Argumente. Nein, das einzige Argument ist, dass wir ohne Überzeugung, einen freien Willen zu haben, nicht handeln können. Aber das ist kein Argument, sondern sagt etwas über unsere Psychologie aus. Es beweist nicht, dass wir wirklich freien Willen haben. Vielleicht liegen wir falsch und es stellt sich heraus, dass alles von Grund auf vorbestimmt ist. Wir wissen es nicht. Wir müssten verstehen, wie das Gehirn funktioniert und das wissen wir nicht. Es gibt im Deutschen eine Formulierung als ob und sogar eine Philosophie des als ob von einem Mann, der heißt Feinger, der sagt, wir können überhaupt nur leben als ob. Wir können diese Fragen nicht beantworten, wir müssen so tun als ob. Und das ist das einzige sinnvolle Leben, das wir führen können. Ist das auch etwas, was Sie glauben? Er gibt noch früher auf. Ich stimme ihm nicht zu. Manchmal müssen wir handeln als ob. Aber dann finden wir heraus, dass dieses als ob nicht die Wahrheit ist. Ich handle, als ob Trump die US-Verfassung nicht zerstören kann. Ich habe keine andere Wahl. Das heißt aber nicht, dass er unsere Verfassung nicht zerstören wird. Es könnte ihm gelingen. Als ob beantwortet diese Frage nicht, sondern vermeidet die Konfrontation damit. Herr Searle, es gibt noch eine große Frage, die mich seit längerem beschäftigt. Ich leitete diese Sitzung ein und unser Gespräch mit der Sache, es gibt vielleicht gar keine großen Philosophen mehr. Das stimmt nicht, das merken wir jetzt. Aber es ist doch wahr, dass die letzten 30, 40 Jahre in der Philosophie so eine Art Stagnation gibt. Es gab die großen Werke in den 60er, 70er Jahren. Und jetzt hat man das Gefühl, man bearbeitet diese Fragen nach, aber es gibt keine ganz großen neuen Ansätze. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen? Ich mache mir Sorgen um die nähere Zukunft der Philosophie. Denn tatsächlich sagen viele, es gebe keine großen Denker mehr. Obwohl, vielleicht weiß ich es einfach nicht. Aber nehmen Sie zum Beispiel Rawls. John Rawls, Professor an der Harvard University und Autor von Eine Theorie der Gerechtigkeit, revolutionierte die Philosophie. Er machte politische und moralische Philosophie auf eine Art möglich, die vorher nicht denkbar war. John Rawls revolutionierte das Fach und ich sehe heute keine Person, die Vergleichbares vorweisen könnte. Aber vielleicht gibt es Leute, von denen wir nichts wissen.
Ein Problem mit altmodischen Käuzen wie mir ist, dass sie brillante junge Talente nicht anerkennen. Sie schauen immer noch, wen ihre Großeltern bewundert haben. Sie sehen Wittgenstein und Russell, anstatt junge Universitätsabsolventen zu beachten. Vielleicht gibt es brillante Leute, die ich nicht kenne, aber ich teile ihre Sorge. Ich finde keine Philosophen, die es mit John Rawls aufnehmen könnten. Oder John Searle momentan. Zu John Searle kann ich nichts sagen. Es gibt wohl viele, die besser sind als ich. Aber John Rawls war außergewöhnlich. Er schrieb ein paar bemerkenswerte Dinge. Er hatte eine etwas seltsame Angewohnheit, die ihm ein normales Leben erschwerte. Seine Frau erzählte mal meiner Frau, dass er ständig die Namen seiner Kinder vergesse. Ich mag vielleicht ein schlechter Mensch sein, aber ich vergesse die Namen meiner Kinder nicht. Weil er so fokussiert war. Wahrscheinlich ist es schwierig, mit dieser Obsession zu leben, aber ich bin nicht so. Aber es ist ja in gewisser Weise schon verwirrend oder rätselhaft. Es gab wahrscheinlich auf diesem Planeten noch nie so viele so gut ausgebildete und so gut benotete Philosophen wie im Moment, die noch nie so wenig Interessantes geleistet haben. Ganz richtig. Zeigt sich ein Problem, das ich habe. Ich reise viel herum. Und ich muss sagen, deutsch sprechende Länder sind wunderbar für Philosophen. In der Schweiz und in Deutschland habe ich sehr viele Zuhörer, weil man dort Philosophie liebt. Warum also entstehen dort nicht bessere Werke? Nun, jede Gesellschaft muss ein Mittel haben, um die Jungen zu brechen. Es gibt zu viele Junge und sie sind zu lange jung. Wir brauchen also Methoden, um sie zu brechen. Was meinen Sie mit Crushing? Wie soll man die brechen? Sie heißt Habilitationsschrift. Und ist ein brillantes Mittel, um die Jungen zu brechen. Man sagt ihnen, ihr könnt nicht Karriere machen, wenn ihr nicht habilitiert habt. Aber ihr könnt erst mit 40 Jahren habilitieren, wenn ihr intellektuell einigermaßen ausgereift seid. Um die Jungen zu brechen, ist die Habilitationsschrift sehr effektiv. Die Franzosen haben etwas Ähnliches, das Doktorat d'État. Es dauert ewig, es zu erlangen und macht alle fertig, bis sie es endlich geschafft haben. Die Amerikaner haben das PhD. Ich habe nie ein reguläres PhD erlangt. Ich habe nur ein Oxford DPhil. Aber das sind Mittel, um die Jungen zu brechen. Sie müssen eine symbolträchtige Aufgabe erfüllen. So ist gewährleistet, dass junge Leute intellektuell nicht unabhängig sind, bis sie keine Bedrohung mehr für die ältere Generation darstellen. Dieses Problem besteht. Das würde ja fast auf einen klassisch kulturpessimistischen Topos einzahlen, der sagt, wir sind heute zu nett zu den jungen Menschen, die sind zu verhätschelt, die sind so verweichlicht. Sie haben ja lange noch jetzt in Berkeley unterrichtet. Haben Sie das Gefühl, dass die Jugend heute in irgendeiner Form nicht mehr die innere Härte, Bestimmung hat, um nicht nur in der Philosophie, sondern an sich Großes zu leisten? Ich denke, ich bin so streng, wie ich immer war. Aber ich beobachte an meiner Universität eine allgemeine Lockerung der Anforderungen. Kurse müssen Spaß machen und dürfen nicht so lange dauern. Außerdem darf man nicht zu viel von den Studenten verlangen. Allgemein ist man ihnen gegenüber also weniger streng. Manche Universitäten wie Stanford lassen keine Studenten durchfallen. Es wäre zu schlimm für sie, wenn man ihnen sagen würde, sie hätten nicht bestanden. Zudem haben sie sehr viel Geld investiert, um in Stanford zu studieren. Es gibt also verschiedene Anzeichen dafür, dass wir die Anforderungen senken und weniger streng sind als zur Zeit meines Studiums. Damals musste man arbeiten. Wenn man sich nicht gut vorbereitete, bestand man die Prüfungen nicht. Und die Professoren hatten keine Angst, uns zu sagen, wir seien durchgefallen. Heute ist das schwieriger. Wenn wir von Versagen sprechen oder Scheitern, dann gibt es eine Form des Versagens, die jeden Menschen irgendwann trifft. Er wird nämlich sterben. Ich habe noch nicht darüber gelesen, dass Sie sehr viel über den Tod und die eigentliche Endlichkeit geschrieben hätten. Der Tod wird mir immer mehr bewusst. Ist das für Sie auch ein philosophisches Thema? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um? Ja, es wird auch für mich zum Thema. Wie gehen Sie mit dem Tod um? Wenn Sie eine Antwort gefunden haben, sagen Sie es mir. Denn je älter ich werde, desto näher komme ich dem Tod. Ich möchte aber nicht sterben. Ich habe noch viel zu tun. Ich lebe noch und hoffe, es bleibt so. Ich bin ja erst 85. Mein Gott, ich bin noch kein alter Knabe. Aber ich werde älter. Ich fahre nicht mehr so gut Ski wie früher. Ich werde nie mehr einen Riesenslalom gewinnen. Das ist mir als Kind gelungen. Und ich kann es nicht wiederholen. Das passiert mit unserem Körper und Gehirn. Wir müssen es akzeptieren und aus dem, was uns bleibt, das Beste machen. Wenn
Es gibt einen sehr berühmten Satz von Sokrates und dann von Montaigne, der heißt, Philosophieren heißt sterben lernen. Was machen Sie aus diesem Satz? Was bedeutet er für Sie? Ich verstehe den Satz nicht und ich habe nicht gelernt zu sterben. Ich akzeptiere den Tod nicht und ich befürchte, die Akzeptanz des Todes führt zu einer Art Passivität. Wir müssen leben, als währte unser Leben ewig. Wir wissen, dass wir sterben werden, aber wir kennen unseren Todestag nicht. Daher müssen wir so leben, als ob wir morgen noch da wären. Und zwar jeden Tag, auch wenn wir wissen, dass irgendwann der Tag kommt, wo das nicht mehr zutrifft. Das finde ich jetzt als noch jüngerer Mensch fast ein bisschen belastend. Das heißt ja, ich müsste mir die ganze Zeit etwas vormachen, von dem ich weiß, dass es nicht sein wird. Ich müsste mich selbst belügen. Sie belügen sich nicht und Sie machen sich nichts vor. Um es mit einem Ausdruck zu sagen, den Sie vorher zitiert haben, Sie tun, als ob. Sie müssen handeln, als ob Ihr Leben ewig wären würde. Denn sonst haben Sie nicht genug Motivation, um Großes anzustreben. Dafür muss man motiviert sein. Und daher müssen Sie so handeln, als ob Sie ewig fortfahren und weitere Bücher schreiben könnten, obwohl Sie wissen, dass es einmal zu Ende sein wird. Herr Searle, das 20. Jahrhundert, kann man sagen, das von Ihnen auch stark mitgestaltet wurde, war ein philosophisches Jahrhundert der Sprache. Die Sprache war das zentrale Thema im 20. Jahrhundert. Meine Frage an Sie wäre, glauben Sie, das wird im 21. Jahrhundert auch noch so sein? Oder gibt es vielleicht ein neues großes Thema, das die Philosophie begeistert wird? Und welches wäre es? Ich denke, die Periode, in der die Sprache im Zentrum der Philosophie stand, war eine sehr nützliche, produktive Zeit. Auch ein Großteil meiner Arbeit entstand damals. Aber jetzt haben wir das verarbeitet und sind weitergegangen. Andere Themen sind wichtig geworden für die Philosophie. Wir haben viel gelernt und werden bestimmte Fehler vermeiden, wie etwa die Annahme, beim Sprechen würden Bilder durch unseren Kopf gehen. Was soll die Sprache ersetzen? Als ein mögliches Thema schlage ich das Bewusstsein vor. Lange war das Bewusstsein ein Skandal in der Geschichte der Philosophie. Es sah aus, als ob wir zum besseren Verständnis des Bewusstseins zu Gott, der Seele und der Unsterblichkeit zurückkehren müssten. Oder schlimmer, wir müssten ins Bett steigen mit Philosophen, welche die Existenz des Bewusstseins leugnen, wie Daniel Dennett und andere. Ich hingegen denke, wenn wir das Bewusstsein als Bestandteil unserer Biologie anerkennen, dann gibt es da nichts Mystisches. Kein Gott, keine Seele oder Unsterblichkeit ist involviert, wenn ich Magenschmerzen oder einen Kater habe. Auch nicht in den Ängsten der postindustriellen Menschen im späten Kapitalismus. Ich finde, wir müssen das Bewusstsein als biologische Tatsache ansehen. Dann eröffnet sich ein weites Feld von Fragen für die Philosophie. Wir sind erst daran, an der Oberfläche des Bewusstseins zu kratzen. Ich könnte mehrere Leben lang über das Bewusstsein schreiben. Ich habe bis jetzt erst ein paar Bücher geschrieben. Wunderbar. Die letzte große Frage, die ich an Sie hätte, und das ist eine Frage, die mich selber auch beschäftigt. Man hat in seiner Biografie Erlebnisse, die ganz groß sind, die ganz wendend sind, auch politischer Art. 1968, 64 war vielleicht für Sie auch sein Erlebnis. Was ist das Erlebnis, von dem Sie hoffen, dass Sie es noch erleben werden, ohne dass Sie nicht gehen wollten? Ich möchte ein Buch schreiben, mit dem ich wirklich zufrieden bin. Das habe ich noch nie geschafft. Wenn ich ein Buch geschrieben habe, denke ich, ich sollte nochmals von vorne beginnen, jetzt, wo ich weiß, wie es geht. Daher möchte ich ein Buch schreiben, von dem ich sagen kann, dieses Buch sagt wirklich das aus, was ich sagen will. Am zufriedensten war ich mit dem Buch über Intentionalität. Daran habe ich jahrelang gearbeitet und bis zu einem gewissen Grad geschrieben, was ich sagen wollte. Aber ich stehe noch am Anfang. Ich habe erst gerade mit der Philosophie begonnen, weil ich weiß, welche Bücher ich schreiben möchte. Herr Searle, mit 86 Jahren sind Sie ein Anfänger der Philosophie, wie wir alle. Es war eine große Freude, mit Ihnen heute zu sprechen. Herzlichen Dank, dass Sie Ich bin aber erst 85. Wunderbar, Sie schaffen das. Das war ein schönes Gespräch. Danke, dass Sie heute da waren.